Hallo und herzlich willkommen zu meinem Communio-Tagebuch. Ich bin Jan, das ist meine allererste Saison bei Communio. Ich bin Teil des RBTV Community Pro Clubs. Grüße an dieser Stelle. Heute in der ersten Folge werden wir uns mal anschauen, was ich bis jetzt so gemacht habe auf dem Transfermarkt. Also wir werden uns meinen Kader anschauen, dann werden wir schauen, was aktuell auf dem Transfermarkt so zu haben ist, ob sich da was lohnt, ob man da was holen kann, was bis jetzt so geschehen ist in den letzten Tagen, denn wir sind jetzt schon seit 5 oder 6 Tagen ungefähr dran. Das haben wir bis jetzt noch nicht aufgenommen. Also wir starten jetzt quasi mittendrin, aber es ist noch sehr früh. Also die Saison hat ja nicht mal angefangen. Es ist auf jeden Fall noch nicht zu spät, jetzt damit anzufangen. Ich hoffe, dass ich täglich was hochladen werde. Das kann ich nicht versprechen, aber ich gehe da mal von aus, dass es zumindest in den ersten Wochen täglich ist, je nachdem, wie viel Bedarf auch ist und wie viel es zu erzählen gibt. So, dann werden wir uns nachher nochmal den Transfermarkt bei Kicker und so weiter anschauen, ob sich da was Interessantes tut und mal in die Gerüchteküche schauen. Ja. Da würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit der Aufstellung, beziehungsweise mit dem Kader. Ich habe mich noch für keine genaue Aufstellung entschieden. Ich bin jetzt gerade beim 4-4-2. Spekulativ kann man schon sagen, dass Stürmer eher mal viele Punkte kriegen, weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie Tore schießen, höher und das fällt ja bei den Spocksnoten dann immer. Auf jeden Fall wird dann zumindest gut bewertet, meistens die Tore schießen. Deshalb ist 4-3-3 schon ziemlich verlockend. Also zur Aufstellung. Im Tor, das haben wir Esser bzw. Huth. Huth habe ich letztens noch im Communio-Artikel gelesen, dass man den behalten soll, weil die Mainzer aktuell, glaube ich, Lössl oder Lösl haben. Der war meiner Ansicht nach letzte Saison nicht zu gebrauchen. Vielleicht kommt dieser Huth dann ja mal an die Stammplatzposition. Ist auch nicht so teuer, ich glaube 400.000 ungefähr. Also den werde ich erstmal behalten, vielleicht steigt der Marktwert ja. Aber Esser, ich habe leider keine Ahnung von den Aufsteigern Stuttgart und vor allem nicht von Hannover. Esser ist wohl Stammtorhüter in Hannover. Der Marktwert ist auch schon ja, ich glaube, um 200.000 gestiegen jetzt, seitdem ich ihn habe. Den werde ich auf jeden Fall erstmal behalten. So, dann zur Innenverteidigung oder Verteidigung allgemein. Ich habe bis jetzt nur drei Verteidiger und von denen auch eigentlich nur zwei, beziehungsweise eigentlich nur einen, den ich wirklich behalten will, und das wäre Toprak. Da glaube ich schon, dass der Stammspieler wird bei Dortmund. Ich hoffe es zumindest, weil die waren letztes Jahr an sich sehr gut aufgestellt allgemein, aber defensiv ist da schon noch Bedarf. Und Toprak wird da gerade vom Spielziel ist ja Leverkusen und Dortmund auch sehr ähnlich. Also ich glaube, der wird sich da sehr schnell einfinden. Also der ist auf jeden Fall schon mal gesetzt. Der Papadopoulos, das ist so eine Sache, das werden wir gleich am Transfermarkt sehen. Ich überlege, ihn zu verkaufen. Denn wenn er bei Hamburg jetzt gekauft werden würde, wäre das, glaube ich, ganz gut, weil er dann oft spielen würde. Aber so wie es aussieht, hat Hamburg nicht die Mittel, den zu kaufen. Und bei Leverkusen sehe ich da wenig Hoffnung, dass er oft spielt. Außerdem ist er recht verletzungsanfällig und ich sag mal, für circa 4 Millionen kann er weg. Und dafür kann man sich dann schon durchaus andere gute Defensivspieler holen. Das müssen wir uns aber gleich mal überlegen. Auf jeden Fall kommt er nicht jetzt in die Startelf. Genauso wie Opare, den habe ich geholt, denn der war letztes Jahr recht oft verletzt und dieses Jahr ist er halt wieder fit. Wurde, glaube ich, damals sogar recht ambitioniert geholt und hat auch nur 160.000 gekostet. Das ist aber eine sehr spekulative Sache, den werde ich nicht in die Stammelf tun, das ist so, naja, ich sag mal Ersatz. Das Problem bei Augsburg ist, die haben Stafelidis, was, wie ich finde, einer der besten Außenverteidiger aktuell ist, gerade für Augsburg-Niveau. Und auf der anderen Seite, glaube ich, Max, der ist auch ganz gut. Also da wird es schwer, dass der Opare sich durchsetzt, aber vielleicht, also ich kann nicht genau einschätzen, wie gut er ist. Und er wurde ambitioniert geholt, wie gesagt, und deshalb könnte es sein, dass der mit etwas Glück oder wenn sich ein anderer verletzt, mal Stammspieler wird und dann wäre es auf jeden Fall ein sehr günstiger Kauf gewesen. Aber beide auf jeden Fall aktuell noch keine Option für die Defensive. So, im Mittelfeld haben wir aktuell Demme, den hatte ich schon von Anfang an. Auch so eine Sache, also er ja, ist schon ein Stammspieler bei Leipzig, aber Leipzig ist noch, finde ich, sehr schwer einzuschätzen. Die werden ja jetzt viel kaufen und Demme ist natürlich, was Defensive angeht, schon sehr stark. Offensiv fällt er nicht so auf und das ist natürlich jetzt spekulativ, aber ich sag mal, die offensiv oder die technisch starken Spieler, die kriegen gerne mal mehr Punkte, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich habe halt noch nicht so die Erfahrung gesammelt. Also das ist noch, wenn da jemand einen Hinweis hat, bin ich da auf jeden Fall offen für verkaufen jetzt oder erst später. Er hat auch leider den Confed Cup abgesagt, auf den ich ja gehofft habe. Ich glaube, durch Verletzung.
Und ja, deshalb wird wahrscheinlich der Marktpreis nicht sonderlich steigen. So, Barkok habe ich für 1 Million gekauft. Kann man jetzt auch gleich, wenn wir uns die Transfers angucken, nochmal genauer beobachten. Aber Barkok, ja, schon potenziell, also zumindest ein Spieler mit viel Potenzial. Ob Frankfurt jetzt nächste Saison so unglaublich gut startet wie letztes Jahr, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Das ist halt auch so eine, das ist halt ein Ersatzspieler, sag ich mal. Der wird nicht in die Stammelf, aber wenn er mal spielt und vielleicht sich durchsetzt und dann steigt mal der Marktpreis, dann kann man ihn nachher wieder verkaufen und hat ein bisschen Plus gemacht. Hoffe ich zumindest. So, Hector, den habe ich auch gekauft für 5,5 Millionen circa. Marktwert ist auch schon gestiegen und der ist für mich auf jeden Fall eine Option für die Stammelf. Auch die Frage, also ich glaube schon, er gibt ziemlich viele Punkte, weil es einfach ein sehr konstanter, guter Spieler ist und Köln auch auf der Position eh keine andere Option hat, also der wird garantiert spielen. Ist nur die Frage, ab wie viel Marktwert man ihn wieder verkaufen könnte, denn der macht auch mit im Confed Cup, ist, soweit ich weiß, auch Stammspieler beim Confed Cup und da wird, wenn er sich nicht allzu dumm anstellt, der Marktwert auf jeden Fall nochmal ein bisschen steigen und dann wäre es natürlich die Option, ihn wieder zu verkaufen. Das muss ich aber gucken. Weil im Endeffekt geht es ja dann doch bei Comunio um Punkte und für 5,5 und der, weiß ich nicht, kriegt am Ende der Saison irgendwie 100 Punkte, das wäre schon, so wie ich es einschätze, ganz ordentlich. Dämme kann man auch mal kurz reintun. So, dann kommen wir noch zu einem anderen interessanten Spieler. Den habe ich, naja, in Anfangseuphorie etwas teuer gekauft, dieser Benes. Für circa 3 Millionen, kann man nach, also gleich auch schauen wir das nochmal genauer an, aber es ist jetzt einfach ungefähr, habe ich ihn für 3 Millionen gekauft. Hat sich noch nicht viel getan im Marktwert. Am Ende der Saison hat er ja oft gespielt, auch sehr gut, wie ich fand. Also hat großes Potenzial. Man kann halt nur hoffen, dass er auch Stammspieler wird. Dahut ist ja weg. Das wäre genau seine Position. Und es wird gemunkelt, dass er quasi der Nachfolger von Dahut wird. Und wenn das so wäre, dann wäre es auf jeden Fall eine sinnvolle Investition gewesen. Wenn es nicht so wäre, schade, weil 3 Millionen wären dann quasi weg. Wenn er nicht spielt, wäre es ärgerlich. Und der Marktpreis, der Marktwert. Kann man hoffen, dass er Minimum konstant bleibt, dass man ihn nachher noch verkaufen könnte, wenn es nichts wird. Aber ich habe Hoffnung in den Jungen. Könnte sein, dass der mal Stammspieler wird bei Gladbach. So, Polanski war noch von Anfang an da, also habe ich in meinem Startkader gehabt. Ja, werde ich wahrscheinlich verkaufen. Die haben ja Doppel- oder sogar Dreifachbelastung mit DFB-Pokal noch. Aber dass der dann eine große Rolle spielen wird bei Hoffenheim, glaube ich einfach nicht mehr. Der ist irgendwie ein Ersatzspieler. Allerdings kriegt man noch für den nicht viel, ich glaube auch 400.000 circa. Hab dummerweise den am Anfang, also am ersten Tag schon reingestellt mal und dann das Angebot, ich glaube von 4,7 oder so nicht angenommen, also 470.000. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen, aber man kriegt so um die 400.000 wird man schon kriegen. Ja, müssen wir uns mal angucken. So, Benes vielleicht, Barkok auf die Bank zumindest, Polanski weg, das ist so der Plan. So, im Sturm, da habe ich schon ordentlich investiert, wurde auch etwas, naja, kritisiert für den Transfer von Stindl nämlich. Denn der hat 10 Millionen gekostet, aber auch wenn 10 Millionen schon sehr viel ist, bin ich mir sicher, dass Stindl Stammspieler bei Gladbach bleibt. Und den habe ich nicht jetzt gekauft, um irgendwie Transfergewinn zu machen, sondern einfach um Punkte zu kriegen. Und ich vermute mal, dass Stindl eine recht sichere Bank ist für viele Punkte. Vor allem, weil Gladbach dieses Jahr sowieso keine Dreifachbelastung hat, weil ne, international geht ja nicht viel, so also gar nichts. Da kann ich mir vorstellen, dass die in der Liga mal richtig angreifen werden und mal wieder zumindest um internationale Plätze spielen und dass Stindl da eine große Rolle hat und deshalb meine Spekulation, der gibt viele Punkte und deshalb waren 10 Millionen mir dann doch wert. Zumal auch andere Leute sowas wie Grifo kaufen für 10 Millionen und da sehe ich noch nicht so eine Stammplatzgarantie. Dann eher für Stindl. So, weiter geht's. Bellarabia, auch gestern, vorgestern gekauft für 5, ja, 6, 6 oder 5 Millionen, irgendwie sowas dazwischen. Ist für mich auch eine Bank. Also der war eine Zeit lang nicht fit, aber jetzt ist er wieder fit und der wird spielen. Also das würde mich sehr wundern, wenn er wechselt. Es würde mich auch wundern, wenn er nicht spielen würde. Wenn der in Form ist, dann kann er ordentlich Punkte bringen. Und für das Geld war es auch in Ordnung. Ja, also das war, glaube ich, ein ganz guter Transfer. Die Tendenz bei dem ist auch, wenn er mal gut spielt, eher steigend, dass der Marktwert noch ein bisschen steigt. Aber gerade für diese mittelteuren Spieler, so sagen wir 5, 6, 7.000, 5, 6, 7 Millionen, finde ich, kann man mit Bellarabi nichts falsch machen.
Wird sich dann aber, wie bei jedem Spieler, erst in der Saison zeigen. Dann haben wir noch, ja gut, das ist, ich weiß nicht mehr, wie man ausspricht, Busian oder irgendwie sowas in die Richtung. Der war halt auf 160.000 und ich bin Freiburg-Fan und ich habe gesehen, dass er ein Freiburg-Trikot anhatte. Und da dachte ich, vielleicht hat er ja Potenzial. Zumal bei Mainz spekuliert wird, dass der Córdoba geht. Dann haben die nur noch Muto und Seidel. Und Muto ist oft verletzt und Seidel ist halt auch so ein Youngster. Ich weiß nicht, wiefern dieser Busian Chancen hat, aber das musste ich dann halt einfach mal machen. So, das ist mein aktueller Kader. Das sind zumindest die Spieler, auf die ich jetzt aktuell bauen würde. Bei dem Mittelfeld bin ich mir noch nicht sicher, ob Demme nicht gehen möchte. Und nach dem Confed Cup oder während des Confed Cups gucke ich mal, ob es sich lohnt, Hector zu verkaufen, was man da noch so für kriegen kann. Aber generell sind das die Spieler, auf die ich aktuell setze. So, hier nochmal kurz die Übersicht mit Marktwerten. Herr Stindl, ja, halt 10 Millionen, das habe ich für den bezahlt. Das war aber halt etwas über dem Marktwert. Also, er hat jetzt keinen großen Fall gehabt. Also schon irgendwie 200.000, aber nicht so viel, finde ich. Bellarabi für 6,5 habe ich den, glaube ich, geholt. Finde ich auch in Ordnung. Den halt auch für 160. Demme immer noch am Überlegen. Marktwert tut sich nicht viel. Ja, der Rest ist eigentlich noch relativ belanglos, weil die ja eh verkauft werden, außer Toprak und Papadopoulos. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an, was ich bis jetzt so getradet habe. Und zwar auf dem Transfermarkt. Jetzt unten. Folgendermaßen. Das sind meine Historie. Schauen wir mal mehr an. Fangen wir ganz unten an. Mein erster Kauf war nicht der. Nee, also, ich habe verkauft Durm. Ob das so Hammer war, weiß ich nicht. Aber ich halte ehrlich gesagt nicht viel von Durm. Und für 3 Millionen fand ich es schon okay. Also, ich glaube nicht, dass er so viele Punkte bringt, weil er auch nicht so oft spielen wird. Und 3 Millionen ist ein ganz gutes Geld. Dummerweise habe ich Sunic gekauft von Stuttgart, bevor er gewechselt ist. Und er ist jetzt ins Ausland gewechselt und habe damit schön mal 50.000 Minus gemacht. Das war ein bisschen sinnlos, aber naja, es ist halt meine erste Saison, da macht man noch Anfängerfehler und es war auch zu Beginn etwas planlos. Jetzt langsam habe ich mir aber eine Taktik aufgebaut, wie ich investiere, in was und so weiter. Das werde ich aber auch alles im Laufe der Folgen erzählen. Ja, hier, wie man sieht, schon einiges abgelehnt. Zum Glück habe ich Puyampalo abgelehnt am Anfang. Denn den habe ich dann für 3 Millionen auch verkauft bekommen. Was, naja, also ich finde, ich würde nicht 3 Millionen für Puyampalo ausgeben, der hier 1,89. Also beim besten Willen nicht. Der spielt selten. Natürlich, wenn er mal spielt, trifft er oft. Aber nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der neue Stürmer von Leverkusen wird. Wobei man sagen muss, neuer Trainer, ne? Da kann alles passieren. Also Leverkusen natürlich alle, oder ich sag mal, alle Vereine mit neuem Trainer sind so eine kleine Wundertüte, auch bei Dortmund. Keine Ahnung, ob wen der setzt. Der neue Trainer von Dortmund oder der neue Trainer von Schalke auch so ein Fall, Leverkusen. Das weiß man halt nicht, aber auf Puyampalo setzen habe ich jetzt persönlich keine Lust, auch wenn das ein ganz guter Spieler ist. Aber naja, für 3 Millionen kann ihn gerne jemand anders haben und hoffen, dass er was bringt. Ja, Blum war so Notverkauf, weil ich, weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Frankfurt eine gute Saison spielt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Blum irgendwie eine Rolle spielt. Also fand ich fast 1 Million ganz nett. Polanski wird verkauft, habe ich jetzt noch nicht angenommen. Wie gesagt, dummerweise ärgerlich eigentlich, weil jetzt ist er ein bisschen weniger wert. Aber das ist halt, naja, im Zehntausender-Bereich, das ist noch verkraftbar. Hier sieht man Stindl gekauft. Paslak 0, das stimmt nicht, hoffe ich mal. Auf jeden Fall, den hätte ich gern gehabt. Paslak hätte ich gern gehabt, denn der ist. Also es gibt Wechselgerüchte, vielleicht zu Hertha, vielleicht zu Stuttgart. Also bleibt in der Liga und wenn er, ich sag mal, zu Hertha oder Stuttgart wechselt, dann würde er da auch Stammspieler. Hertha vielleicht nicht zwingend wegen Weiser und Plattenhardt, aber Stuttgart definitiv zwingend. Und das ist auf jeden Fall ein Spieler mit Riesenpotenzial. Hätte ich gerne gehabt, aber ich weiß nicht, ob das gerade ein Anzeigefehler ist, aber ob ich wirklich mich vertippt habe. Das würde erklären, wieso es nicht angenommen wurde. Glücklicherweise hat Luke auch nicht Horn angenommen, denn jetzt so langsam bin ich zufrieden mit Esser, also mit dem von Hannover, dem Torhüter. Und 3,5 für Horn ist gut, aber ich muss eher anders woanders investieren. Bell auch nicht angenommen, ist auch abgelaufen, sehr gut.
verpasst, weil das war auch, naja, nicht so ganz durchdacht. Vidal, das war ärgerlich, weil für ein bisschen mehr ist er dann weggegangen. Also ich glaube, Vidal ist auf jeden Fall eine Bank. Mit dem kriegt man richtig Punkte, der spielt oft. Wobei, die haben ja, Bayern hat ein neues zentrales Mittelfeld, jetzt Tolisso aus Frankreich. Aber ich glaube nicht, dass der quasi Vidal im Weg steht, wenn dann eher anderen Leuten, die im Mittelfeld mitspielen wollen, so wie Sanchez oder sowas. Dann schauen wir, würde ich sagen, auf den Transfermarkt, weil das waren jetzt so die größten historischen Transfers von mir. Die besten halt Stindl und Bellarabi, beziehungsweise die teuersten. Die besten wird sie noch ausstellen. Ja, so. Aktuell. Ich bin auf der Suche nach Mittelfeld, Defensive, eigentlich auf allen Positionen außer Torwart. Das sollte ich erstmal lassen. Mein Budget ist aktuell nur noch 6,2 Millionen. Reichen gucken. So, man sieht ja schon, ich habe heute schon meine Angebote gemacht, aber es ist noch offen, ob ich sie zurückziehen möchte oder nicht. Wobei ich gerade sehe, ich kann das hier nicht zurückziehen. Beängstigend. Ah, naja, gut. Schauen wir uns erstmal an. Hier, Bailey hat bestimmt Potenzial, aber ich weiß nicht, ob Bailey jetzt der ist, der so oft spielen wird und auch so konstant. Und ich bin eher auf der Suche nach konstanten Spielern und nicht nach, naja, nach sowas wie Bailey halt. Vor allem 2,8. Ja, doch, geht eigentlich. Ja, Abu Hanna kenne ich nicht, wird nicht spielen, denke ich mal. Sommer, Langerak, naja, das ist so eine Frage. Sommer ist auf jeden Fall ein guter, Torwart brauchen wir aber nicht, Langerak ist auch okay. Das kann ich schwer beurteilen, aber da werde ich jetzt nicht investieren. Also Stefanjak gekommen von Dynamo Dresden, spielt im Sturm, also offensiv. Ich habe jetzt 1,7 geboten, was vielleicht ein bisschen viel war. Ich hätte vielleicht einfach auch darauf spekulieren können, dass kein anderer auf den bietet. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass der recht viel Potenzial hatte. Und wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen in der Offensive, aber das ist auch wieder einer für die Bank eher, der, wenn er dann durchstartet, mal eingesetzt wird. Mal gucken, was da jetzt mit passiert. Ich sehe hier nicht, dass ich das zurückziehen kann, das Angebot. Also lassen wir es jetzt einfach stehen. Kann nicht schaden, wenn wir den hätten. Oder vielleicht doch, das weiß man halt nicht. Ja, Halimi kenne ich nicht, brauche ich nicht. Usami ist für mich auch jetzt nicht. Man sieht ja auch letzte Saison, wir sind jetzt 14. Nee, macht keinen Sinn, Usami zu kaufen. Der wird nicht oft spielen und wenn dann auch nicht sonderlich erfolgreich. Skjelbred bin ich schon aus fußballerischer Sicht, mag ich den, wie der spielt und was er für eine Rolle hat im Kader. Aber 1,5 ist eigentlich ganz gut. Also da würde ich. Das ist schwer. Das finde ich schwer, weil der. Ja, man sieht ja, das sind ja die Punkte vom letzten Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es ist ja nicht so viel. Und ich hatte eher in Erinnerung, dass er ein ziemlich gutes Jahr gehabt hat. Und wenn das dann die Punkteausbeute ist, aber für 1, also 1,5 finde ich ein bisschen hoch. Aber so 1,35 oder so, würde ich sagen, kann man mal machen. Zumal ja auch das Timo Horn-Angebot glücklicherweise nicht angenommen wurde. Eine 0, so viel so. Machen wir einfach mal. Weil Sherbert ist ein guter und ich hoffe, er wird auch weiterhin oft spielen. Also, doch, der wird spielen. Würde ich jetzt mal behaupten. Watkowiak kenne ich nicht, brauche ich nicht. Torwart. Ja, Friedrich. Nee, glaube ich nicht, dass der oft spielen wird. Ramaljo. Schwer. Also, wenn Papadopoulos zurückkommt, dann wird Ramaljo es noch schwerer haben, in die Startelf zu kommen. Man kann natürlich immer darauf spekulieren, weil Dragovic ja letzte Saison sehr schlecht gespielt hat, dass der dann nicht Startelf spielt, aber Tah wird auf jeden Fall Startelf spielen. Und dann haben wir da noch, ja, Toprak ist weg. Okay, ist natürlich eine Stelle frei jetzt. Vielleicht wird der Papadopoulos, ob die auf den bauen, ah, ist echt schwer. Aber Ramaljo wird es vermutlich mal nicht. Der ist eher was für die Bank und den brauche ich nicht. Quaison auch nicht, kenne ich nicht. Seguin gibt es Wechselgerüchte, also den würde ich nicht kaufen, weil es, glaube ich, auch ums Ausland geht. Und in dem sich jetzt auch nicht so viel Potenzial, zumal Wolfsburg ja eh relativ strauchelt und man sollte, glaube ich, eher Spieler aus Vereinen kaufen, die potenziell gut spielen, also der ganze Verein, weil das schadet der Bewertung der Einzelspieler auch nicht und da sehe ich bei Wolfsburg, das sehe ich da nicht. KD oder ja, weiß ich nicht, das sagt schon aus, wie viel ich über den, also wenn ich nicht mit den Namen aussprechen kann, dann ist es vielleicht auch nicht so cool, 450 darauf zu bieten oder so, oder 420, weil. Das kann ich nicht einschätzen, spielt auch im Mittelfeld. Die sind im Mittelfeld eigentlich
mit Darida und Stielbret und ist dann noch dieser Brasilianer. Also die sind da ganz gut aufgestellt. Die haben auch, das kommen wir gleich zu den Transfer-News, sind gerade an einem Spieler dran, der auch fürs Mittelfeld ist. Also nee, auf den setze ich da lieber nicht. Porat kenne ich nicht, aber na, Hamburg möchte ich allgemein wenig Spieler haben von. Bruno kann ich mir schwer vorstellen, dass der jetzt auf einmal Stammelf spielt bei Leipzig. Die kaufen ja gerade richtig viel ein und der war ja letztes Jahr, glaube ich, schon ausgeliehen, weil er nicht so durchgestartet konnte. Nee, so, jetzt kommen wir zu meinen, die ich auf den Transfermarkt gesetzt habe oder gestellt. Es ist, also, ich wollte eigentlich da erstmal gucken, ob überhaupt noch jemand Interesse daran hat, also an ihm. Und bis jetzt, naja, also ist ja erst 12 Stunden drauf, aber das Angebot des Computers werde ich auf keinen Fall annehmen. Und ich denke mal, es wird auch sonst keiner großartig auf den bieten. Und auch dann, selbst wenn sie bieten und es wird nicht so viel höher als Marktwert, dann werde ich den behalten. Polanski, da sieht man halt leider hier 4-4, also 4-0-4, weniger als ursprünglich mal geboten wurde. Aber ist halt auch gerade erst drauf. Ich weiß nicht, wie viele Leute schon online waren, ob nicht doch jemand bieten möchte. Da warte ich einfach ab, ob nicht ein besseres Angebot kommt. Sonst nehme ich das hier an, weil der Computer. Also ich brauche Polanski nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er spielt. So, das gleiche über Papadopoulos. Ja, 4-5 kann man gerne mal bieten. Dann wäre ich auf jeden Fall bereit dazu. Ich bin aber auch mit dem Computerangebot ziemlich zufrieden. Aber das ist. Ja, es ist halt schwer. Also ich denke mal, ich würde darauf eingehen. Ich muss mal gucken, ob nicht noch jemand mehr bietet, weil ich nicht auf den setzen möchte. Ich glaube, für das Geld gibt es bessere Verteidiger, die einem weitaus mehr einbringen an Punkten. Ja, Kessler Torhüter braucht man nicht, Langkamp auch nicht. Ist, glaube ich, ganz gut, aber 3 Millionen finde ich auch ein bisschen viel. Kaiser G, Riese, oh nee, alle nicht. Also Kaiser glaube ich nicht mehr, dass der eine Rolle spielen wird bei Leipzig. Der ist, die Zeit ist vorbei und G, ja, viel zu, ja, also spielt nicht konstant gut. Also Augsburg, nee, würde ich nicht. Also bei Augsburg vielleicht, dafür Liedes, das wäre aber das höchste der Gefühle. Bürki ist natürlich ein guter Torhüter, aber ich bleibe bei den Torhütern erstmal bei den beiden, die ich habe und gucke, wie sich das entwickelt. Sonst, Selke ist so eine Sache. Selke wird wahrscheinlich spielen, wird wahrscheinlich auch gut punkten. Ah, 6 Millionen ist hart. Das ist echt viel. Ich habe halt auch gerade mal 6 und bin ja auch schon am Ausgeben, wobei man ja, naja, das ist weg. Und ach, den kann ich doch hier. Ja, guck. Ja, okay, dann kann ich Stefaniak doch rausnehmen. Ich nehme erstmal raus und schau mal, vielleicht mache ich es doch noch. Aber ich denke, es ist besser, den nicht zu kaufen. Ich muss mir erstmal, ja. Erstmal nach besseren Spielern was suchen und dann die Bank auffüllen. So, ja, Selke wird dann wieder interessant. Aber nee, nee, mach mal nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht für das Geld. Vielleicht hat er am Anfang ein bisschen Hänger, dann kann man kaufen und dann hofft man, dass er wieder gut spielt. Das ist eher so die Taktik. Bender ist ja, verletzungsanfällig wie sonst was, den kaufe ich auch nicht. Höger ist eine Option. 2,6 ist gar nicht mal so viel. Höger, aber. Also, bei Köln kann man ja schon spekulieren, dass dieses Jahr es etwas schwerer haben durch die Doppelbelastung. Das sind ja, also, naja, so Vereine wie Köln, Freiburg, Augsburg, alle, die mal diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung in dem Fall dann haben, also international halt auch spielen, die, da sehe ich dann eher, dass es eine schlechte Saison wird und dementsprechend leiden dann auch die Bewertungen drunter. Und ich glaube nicht, dass Höger dann als einziger eine gute hat. Da setze ich lieber auf Hector. Der, den ich auch schon habe. Außerdem zwei Mittelfeldspieler aus Köln ist jetzt auch nicht sinnvoll für den Kader. Kehrer wäre auf jeden Fall eine Option. Der hat am Ende der Saison dann doch öfter für Schalke gespielt. Aber doch, auf den könnte ich eigentlich wirklich mal bieten. Kehrer, 3 Millionen. Ja, ich glaube, der, also da kann ich mir vorstellen, dass der sogar noch steigt. Komm, das machen wir mal. Ich denke, das sieht sinnvoll aus. Öffne dich mal, genau. Kehrer 3 Millionen. Ja, kommt noch ein Euro drauf. Falls jemand genau 3 bietet, dann haben wir mehr. Ja, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll investiert. Ich hoffe, der spielt dann auch mal, aber ich gehe da mal von aus. Aber auch da wieder neuer Trainer kann alles bedeuten. Ebenso Sörensen. Den finde ich persönlich sehr gut. Aber
Ah, das ist halt auch, das ist halt bei Köln. Das ist die Dreifachbelastung. Das ist Sörensen. Vielleicht nicht unbedingt für 2,5, aber man kann ja mal ich für 2,2 oder 2,3 einfach mal anbieten. 2,2 wäre ein fairer Preis. Weil das ist auf jeden Fall ein Spieler mit Potenzial, der sehr konstant spielt, würde ich mal behaupten. Hat, glaube ich, zwei, drei Fehler mal gemacht, aber dann ja, sind wir leider über dem Budget, ne? Aber da muss man ja noch die Polanski, also den Polanski werde ich ja verkaufen, also bin ich dann plus minus null und werde auch morgen mal was verkaufen. Genau hier, Papadopoulos werde ich ja wahrscheinlich verkaufen. Also bin ich dann wieder recht deutlich im Plus. Hermann, Füllkrug, alle nicht, Volland. Wagner, 7 Millionen, nee. Das Problem ist natürlich bei Wagner, der wird noch steigen, der spielt auch im Confed Cup mit und wird da schon mal ein Tor schießen. Ja, nee, aber trotzdem, das Geld habe ich nicht. Da kann ich nicht so viel ausgeben. Dembélé natürlich Traumspieler, also ich glaube, den will jeder haben, aber die wenigsten haben 17 Millionen aktuell übrig. Mal schauen, ob er es verkauft bekommt. Auch Grifo, ja. Also ich mag den ja, weil, ne, Freiburg-Fan, aber ist er jetzt nicht mehr bei Freiburg und bei Gladbach kann ich mir schwer vorstellen, dass er da direkt komplett durchstartet, weil, also, so schöner Freistöße schießt und er ist ja auch wirklich ein guter Vorlagengeber, aber er spielt halt auch sehr viele Fehlpässe und sehr komische Risikopässe. Es passt schon irgendwie zu Gladbach, aber da würde ich erstmal gucken, ob er denn wirklich durchstartet und auch von Anfang an. Und da sind mir 10 Millionen viel zu viel. Brasnitsch kenne ich nicht. Albornoz ist schon relativ interessant, aber nicht für 1,6. Wenn er günstiger wäre, vielleicht. Bacalhauerz im Mittelfeld auch gut, aber ja, dann doch nicht sinnvoll. Man muss auch, ja, gut, Gomez ist natürlich schon eine Option, aber das ist finanziell aktuell nicht möglich. Und da Timo Horn hat er wieder reingestellt für 3. Nee, ich werde, nee, den werde ich nicht kaufen. So, dann würde ich jetzt sagen, schauen wir uns mal an, was denn so auf dem Transfermarkt los ist. Mal beim Kicker schauen, ob sich da irgendwas tut. Was ist denn hier genau? Einmal schauen. Denn es gibt einige gute Stürmer, die na, wechselwillig sind. Und das wären nämlich Aubameyang und Modest. Das ist dann die Frage, ob. Also, so wie es aussieht, hat Paris das Aubameyang-Angebot abgelehnt. Und das war denen dann doch zu teuer. Und dieser chinesische Verein hat auch nicht zugesagt, weil die haben sich eher für Modest entschieden. Und da gibt es auch so eine Regel, dass nur 3 oder 5 Spieler aus dem Ausland gleichzeitig spielen können, pro Mannschaft. Also werden die nicht beide kaufen, was auch finanziell schon sehr krass wäre, aber ist halt China, da ist der Marktwert und die Gelder etwas anders als hier in Deutschland. Also Modest würde ich nicht kaufen, weil der könnte wirklich dann weg sein bald und Aubameyang kann ich auch finanziell überhaupt nicht kaufen, sind ja beide nicht auf dem Markt, aber da sollte man auf jeden Fall mal beobachten und das nicht machen. Ja, sonst ist, glaube ich, heute gar nicht so viel passiert. Ist spannend halt bei Bayern, dieser Tolisso. Und bei Leipzig auch, ich glaube, Bruma heißt das, ein Stürmer. Der Marktwert wird auch steigen. Genau hier sieht man da. Nee, sieht man nicht. Also Bruma würde ich kaufen, genau hier. Weil der Marktwert ist gerade ordentlich am Steigen. Wenn man den dann entweder behält, weil der, glaube ich, auch Potenzial hat, Stammspieler zu werden bei Leipzig. Oder halt dann irgendwann verkauft, weil da kann man bestimmt 1, 2 Millionen mitmachen, wenn nicht sogar mehr. Das ist schwer einzuschätzen, aber der aktuell wird auf jeden Fall steigen, wenn ihr ihn jetzt habt oder jetzt kauft. Macht das noch Sinn? Bruno, der war ja eben auf dem Markt, ohne Zukunft, also auf keinen Fall kaufen. Es sei denn, er wechselt irgendwie zu einem anderen Bundesligisten, aber da erstmal abwarten, bis sich irgendwie was anbahnt, wo man potenziell. Also wo man schon weiß, wo er eventuell hingeht, weil wenn er dann ins Ausland wechselt, dann sinkt der Marktwert auf jeden Fall rapide und das wäre dann vertanes Geld. Ja, sonst ist heute auf dem Transfermarkt nicht sonderlich viel passiert. Wir werden das mal beobachten in den nächsten Tagen und dann mal schauen, dass ich Mittelfeldspieler und Stürmer wieder bekomme und natürlich auch den einen oder anderen Defensivspieler. Erstmal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, dass ich den Sörensen, Kehrer oder Skjelbred, keine Ahnung,
dass ich ein oder ja, alle wahrscheinlich nicht von denen bekomme, aber einen bestimmt. Das wäre auf jeden Fall, sind jetzt nicht so die Top-Spieler, sag ich mal, aber für das Geld auf jeden Fall ein guter Punktelieferant, wenn es läuft. Und davon gehe ich jetzt mal aus, dass das ein Spieler mit Potenzial, beziehungsweise Schelbred hat ja eigentlich die letzten Jahre gezeigt, dass er ein guter Spieler ist für die Bundesliga. Da würde ich sagen, lohnt sich das. Morgen schauen wir uns dann mal die ersten Kader der anderen Leute an. Gucken wir uns mal ein bisschen an, wie weit die, was die so gemacht haben. Ich denke mal, wir fangen dann, können wir aufs Treppchen schauen. Oben an einfach, wer ist aktuell der Erste? Tejus, der hat auch Grifo und was noch? Grifo und genau Dembélé reingestellt. Also der ist finanziell sehr gut aufgestellt. Und wenn er die verkauft bekommt und dann kann er mal richtig angreifen. Ja, werden wir uns in den nächsten Tagen anschauen. Ich bin aktuell Vierter vom Kaderwert her. Ja, das hat aber noch nicht so viel zu bedeuten, je nachdem, wie sich das gerade alles verhält. Morgen schauen wir uns dann auch mal die Analyse an von einzelnen Spielern. Also gehen wir ein bisschen genauer ins Detail bei einzelnen Spielern. Heute war erstmal so ein grober Überblick, wie der aktuelle Stand ist. Gibt ja ganz viele Statistiken, das kommt aber alles morgen. Und dann werden wir natürlich auch die neuesten Nachrichten vom Transfermarkt und so anschauen, wenn es denn was gibt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Tipps oder so habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin ja, wie gesagt, Anfänger von dem Spiel und ja, ich werde quasi jetzt ins kalte Wasser geschmissen und muss gucken, dass ich einen guten Kader zusammenstelle. Aber Anfängerfehler könnten noch passieren oder allgemeine Hinweise und so weiter. Gerne in die Kommentare, würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.